glauben. Und dass wir nur verschiedene Arten von Auslegungen haben. Aber ich denke trotzdem nicht, dass Christen oder Hinduisten oder Buddhisten, nur weil sie eine andere Form des Denkens haben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe gestern mit dem Bruder, der es hier organisiert hat, nochmal telefoniert, weil ich wollte normalerweise, ich war auch schon fest entschlossen gewesen, abzusagen, weil meine Stimme, die war sehr weg und ich wollte mich ein bisschen schonen, aber der hat zu mir gesagt, dass da viele Deutsche kommen werden und ich habe mir gedacht, ich kann ja mein Volk schlecht einen Stich lassen, da muss ich ja vorbeikommen und auch mal ein bisschen meinen Senf dazugeben und weil es ist eine wirklich sehr wichtige Sache und ich muss sagen, dass wir Muslime eigentlich im Bereich der Aufklärung, was Islam angeht, dass wir das total vernachlässigt haben, dass heute halt die meisten Deutschen, die wissen, oder die meisten, was heißt Deutschen, die Nicht-Muslime, gerade die hier in diesem Land leben, die wissen eigentlich sehr wenig, was Islam ist. Ja, wenn du ihn fragst, was ist Islam, dann sagt er, ja, ist ein Mann, der geht 3 Meter vor seiner Frau oder so. Ja, was hat das mit Islam zu tun? Gar nichts hat das mit Islam zu tun. Und er kriegt halt eben seine Informationen vom Islam, die bekommt er aus den zwei vermeintlich authentischen Quellen. Das ist einmal die Muslime, wie die sich benehmen. Und es benimmt sich ja nicht jeder Muslim, der benimmt sich ja nicht islamisch. Ich war vorgestern noch beim Arzt, es ging vorgestern noch um so eine Sache mit Schweinefleisch, und da meinte jemand zu mir auch, wir haben so viele Muslime hier, das hat noch nie jemand hat uns darauf angesprochen. Da habe ich gesagt, ja, nicht jeder Muslim lebt doch den Islam. Weil es gibt ja auch komischerweise, wenn man jetzt in der Tat eines Muslims sieht, dann sagt man sofort, ja, das ist doch Islam. Bei mir auf der Arbeit, da arbeitet ein Muslim, der hat auch eine Freundin, bei mir auf der Arbeit, und ja, ich kenne jemanden, der hat eine Freundin und der hat dies und das und das. Und man identifiziert das sofort als Islam. Komischerweise, letztens stand in der Zeitung, ein evangelischer Priester hat seine Tochter vergewaltigt. Also ich komme ja nicht auf die Idee zu sagen, das ist Christentum. Oder kommt einer auf die Idee zu sagen, das ist Christentum. Aber leider ist es im Islam so, dass also die Taten, die ein Muslim macht, sofort mit Islam identifiziert werden. Oder die zweite Quelle, die vermeintliche Quelle ist, das, was man im Fernsehen sieht. Und natürlich, wir wissen ja auch, dass das Fernsehen nicht unbedingt daran interessiert ist, die Muslime beim freundlichen Fastenbrechen im Ramadan zu zeigen, sondern die sind natürlich an tragischen Ereignissen interessiert, damit die Leute auch den Fernseher einschalten. Und deswegen ist es so weit gekommen, die Wahrnehmung der Menschen, die wurde dadurch sowas von verändert, dass wir ein großes Problem haben. Ich sage jetzt, viele, die hier sitzen, Allahu alam, meine Annahme, wir haben so viel gehört, sie werden jetzt denken, hier steht ein Tourist vor ihnen und der labert nur einen vor sich her. Viele werden so denken, weil das ist eine Gehirnwäsche, die man bekommt. Ja, man hört, ja, das, guck, das ist der mit dem Bart und hin und her und das. Weil das ist eine Sache, du zeigst eine Bombe, danach zeigst du einen mit Bart. Du zeigst, irgendwo ist was passiert, danach zeigst du wieder einen mit Bart. Und so, im Unterbewusstsein prägt sich diese Sache ein. Zum Beispiel, du denkst sofort, das ist ein Terrorist. Oder beispielsweise, wenn ich als Muslim sage, ich möchte nicht, dass mein Kind in eine Schule geht, in einen Kindergarten geht, wo Schweinefleisch verteilt wird oder wo christliche Lieder gesungen werden, dann sagt er, das ist ein Radikaler. Das ist ein Fundamentalist. Aber man muss darauf aufmerksam machen, dass es in diesem Land katholische und evangelische Kindergärten gibt. Und dass die Eltern, okay, jetzt hat das religiöse Bewusstsein etwas nachgelassen, darauf Wert gelegt haben, geht mein Kind in einen katholischen oder in einen evangelischen Kindergarten. Ich war auf einer christlichen Schule gewesen, Klosterschule sozusagen. Ja, nicht sozusagen, sondern, ja, genau sozusagen, ja. Und auf dieser Schule wurde, das war normalerweise ursprünglich eine katholische Schule, später hat man Protestanten aufgenommen, dann konnten die Eltern sich vorher entscheiden, wollen sie, dass ihr Kind in eine Klasse kommt, wo Protestanten und Katholiken zusammen sind, oder wollen sie, wo die getrennt sind, also wo nur Katholiken zum Beispiel in der Klasse sind. Also da sieht man, dass es das dort auch gibt, dass es Leute gibt, die die Religion ernst nehmen. Und dass ich natürlich als Muslim will, dass mein Kind
weil ich davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg zu Gott ist, dass ich will, dass mein Kind nicht negativ beeinflusst wird diesbezüglich. Aber wie gesagt, das ist das große Problem. Deswegen, wenn wir über Islam reden, ich bin einmal im Mitfahrservice von Berlin nach Köln gefahren und da haben wir mit jemandem über Islam, waren nach Dortmund gefahren, da war jemand so, also ich glaube, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall ein Christ gewesen und da haben wir ein bisschen diskutiert und die ganze Zeit ging das, ja Osama bin Laden, ja Osama bin Laden. Ich sage, ey, Osama bin Laden, er ist nicht mein Prophet. Mit dem, ich kenne den Menschen nicht. Ich will mit dir über Islam reden. Ich will mit dir nicht reden über, was hat der Muslim getan oder was hat Erkan getan oder was hat der türkische Zuhälter oder marokkanische Zuhälter oder was weiß ich, somalische Verbrecher gemacht. Weil da kann ich auch mit jemandem reden, was hat der italienische katholische Mafiosi gemacht. Ja, das hat alles keinen Sinn und das ist ein großes Problem. Weil ich kann in diesen paar Minuten, wo ich hier bin, ich kann den Menschen, die hier sitzen, nicht viel vermitteln. Ja, ich will euch nur auf eine Sache aufmerksam machen. Es gibt einen richtigen Weg zum Paradies. Jede Religion sagt das von sich, wir sind der richtige Weg. Jeder soll sich fragen, der hier sitzt, der nur Islam aus dem Fernsehen geguckt hat, soll sich fragen, weiß ich wirklich, was Islam ist? Was ist Islam? Nicht, was habe ich Islam gehört, über Islam gehört, nicht, was habe ich in Taten einiger Muslime gesehen. Sondern habe ich mir beispielsweise mal den Koran genommen und durchgelesen, eine richtige Übersetzung, also die einigermaßen vernünftig ist, und habe nicht mit meinen eigenen Vorurteilen versucht, das zu verstehen, sondern dass ich einfach mal an diesen Koran rangehe und sage mir, okay, ich versuche das mal, Bismillah, ich versuche das mal einfach wirklich zu verstehen. Kann das von Gott sein? Was steckt da für eine Weisheit hinter? Das ist etwas, was ich mir auf den Weg geben will. Und was viele Menschen denken, ist eigentlich, dass der Islam einen im Leben einschränkt. Das Islam, oh, wenn du Muslim wirst, ach, dann hast du ja gar nichts mehr vom Leben. Ach, das ist ja so und so. Ich sage euch mal eins, ganz ehrlich. Wisst ihr, wie ich früher rumgefahren bin? Wie ich früher rumgelaufen bin? Ich bin früher von einer Disco in die anderen gegangen in Köln, ja? 5 Discos an einem Abend. Cabriolet, die Musik aufgedreht, da durchgefahren, die Welle gemacht, auf gut Deutsch, ja? Und normalerweise hätte jeder gesagt, boah, was ist der gut drauf? Dem geht's gut. Dem ist dies und das. Aber das sind alles Äußerlichkeiten. Diese Sache, die Lebensqualität, das Glücklichsein von Menschen, das lässt sich nicht daran messen, wie oft er im Jahr in Urlaub fährt. Der eine fährt einmal im Jahr nach Mallorca, der ist unglücklich, als der zweimal im Jahr nach Mallorca fährt zum Ballermann. Sondern die Glücklichkeit ist etwas, was im Herzen kommt. Ja, wie wirst du glücklich? Und der Islam ist etwas, was dich glücklich macht. Ich kann das sagen, weil ich bin Profi gewesen, Disco-Profi gewesen, kann man so auf Deutsch sagen. Ja? So, ich kann sagen, ich habe das mitgemacht und ich weiß jetzt, wo ich bin. Ja, ich habe früher, ja, ich war ja nicht reich oder so, ich habe gut Geld verdient und jetzt, ja, nicht so viel, jetzt habe ich Familie und so weiter. Jetzt bin ich glücklich. Warum? Weil die Glücklichkeit kommt vom Herzen. Wie vom Herzen. Wenn ich zu jemandem sage, gib mir etwas, was dein Auge erfreut, man hört mich doch, ne, oder? Gib mir etwas, was dein Auge erfreut. Dann sagt er, ja, schau dir eine schöne Landschaft an. Wie hier in Kassel zum Beispiel, da hinten die Berge und so, ja? Sagst du ihm, ja, gib mir etwas, was dein Ohr erfreut. Sagt er, ja, man hört sich etwas Schönes an. Zum Beispiel schöne Koranrezitation. Oder, natürlich. Oder gib mir etwas, was die Nase erfreut. Dann sagt er, riechst ein schönes Parfüm. Gib mir etwas, was deinen Mund erfreut. Ja, etwas Leckeres essen. Also immer für das spezielle Organ, das spezielle Mittel sozusagen, das spezielle Mittelchen. Du sagst nicht, ja, gib mir etwas, was dein Auge erfreut. Sagst du, ja, hör dir eine Koranrezitation an. Wie mein Auge. Oder du sagst, gib mir etwas, was dein Mund erfreut. Da sagst du, ja, schau dir eine schöne Landschaft an. Ja, immer etwas Spezielles. Aber was haben wir für unser Herz? Was haben wir für unser Herz, was unser Herz glücklich macht? Für unser Herz haben wir etwas, das heißt As-Salah. As-Salah ist die Verbindung. Das ist die Verbindung mit dir und dem allmächtigen Gott. Das ist die Verbindung mit dir und dem allmächtigen Gott. Wenn du die nicht hast, du kannst so viele schöne Sachen sehen, so viele schöne Sachen hören, so viele schöne Sachen riechen und du wirst trotzdem nicht glücklich sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Mein Vater, der hat mal zu mir gesagt, ja, das Leben hier bei euch ist ja jetzt total eingeschränkt und hin und her. Ne? Er sagte zu mir, ja, guck mal der. Und er meint einen speziellen Freund von mir.
der immer Party macht und so, ja? Wie der lebt. Sag ich zu ihm immer, der ist der unglücklichste Mensch. Meinst du, weil der sich ab und zu mal sich einen säuft oder wie, ist er jetzt glücklich? Und subhanallah, dieselbe Person, eine oder zwei Wochen später Selbstmordversuch. Gestern treffe ich jemanden, ich weiß nicht, vielleicht habe ich Vorurteile oder so. Lau eine Mama guckt mich mal etwas komisch an, obwohl ich ihn von früher kenne. Und ich habe ihn gefragt, wie geht's ihm so und so, sagt er ja schlecht, ich hatte Herzmuskelentzündung wegen Drogen, Anabolika und so weiter. Das heißt, Islam gibt dir ein gesundes Leben. Islam gibt dir ein glückliches Leben, weil du die Verbindung zu Gott hast. Und viele Menschen haben das nicht. Schau mal an, wie viel die Krankenkassen hier in Deutschland ausgeben für Depressionen. Wie viel an Medizin und so weiter. Das ist Unmengen. Das heißt, du kannst nicht glücklich werden in dieser Welt. Das sage ich allen Muslimen, allen Nicht-Muslimen. Wenn man gegen das, was der allmächtige Gott uns aufgetragen oder verboten hat, wenn man dagegen schwimmt. Weil der allmächtige Gott hat uns das nicht gegeben, um uns zu ärgern, sondern da steckt eine Weisheit hinter. Da steckt eine Weisheit hinter, auch wenn du die Weisheit nicht erkennen kannst. Wenn man einem die Brust aufschneidet, ja, das ist ein aktuelles Beispiel, habe ich erlebt. Zum Beispiel ein kleines Baby, dem wird die Brust aufgeschnitten. Ist das nicht schlimm? Ist doch schlimm. Aber warum? Damit das Herz, weil das hat einen Herzfehler, muss operiert werden, das ist gut. Deswegen, du denkst vielleicht, etwas ist schlecht für dich, aber das ist gut für dich. Wenn du mit einem kleinen Kind zum Arzt gehst, das soll, auch aktuelles Beispiel, mein Sohn, der hatte gestern Fieber, sollte der ein Fieberzäpfchen bekommen, ja? Total krank. So was ist, der wehrt sich, der schreit, der denkt, man will ihm etwas Böses, aber wir als Erwachsene, wir wissen, dass diese Sache etwas Gutes für dieses Kind ist. Warum? Weil wir weiser sind als das Kind. Und der allmächtige Gott ist natürlich unendlich weiser als wir. Ich will euch jetzt mal was fragen. Jemand, der gar nicht an Gott glaubt jetzt. Und ein großer Teil der Menschen hier in diesem Land glauben nicht an Gott. Mein Volk, wie ich eben gesagt habe. Viele, die nicht an Gott glauben, wenn du ihn fragst, wenn du wüsstest, dass du morgen stirbst, was würdest du dann machen? Was sagt er zu dir? Ja, da würde ich noch mal so richtig einen drauf machen, in die Disco gehen, ins Bordell gehen oder solche Sprüche kommen dann, ja? Auf gut Deutsch, so wird das gesagt, ja? So, dann frage ich mal, okay, du stehst jetzt auf der Tanzfläche, bist den Willi am Machen. Meinst du, du bist glücklich und du weißt, du stirbst nachher? Du wirst Abschiedsbriefe schreiben. Und genauso ist das mit diesen Menschen im Diesseits jetzt schon. Weil der Tod ist immer im Hinterkopf und er kann jeden Moment kommen. Zu jedem von uns, zu jeder Zeit. Vielleicht gehst du gleich raus und wirst platt gefahren. Kann passieren. Ist der Tod, viele Leute sind überrascht. Letzte Woche ist ein Tunesier in Deutschland, aus Köln gestorben. Das Herz ist stehen geblieben. 33 Jahre alt. Ja, deswegen, man weiß nicht, wann man stirbt, deswegen. Aber wenn man die Verbindung hat zu Gott, dann hat man Hoffnung. Und dann wird man glücklich sein, da hat man ein erfülltes Leben. Aus diesem Grund. Wie lange habe ich noch? Ja, das wollte ich als allererstes mal sagen. Okay, das ist erstmal das Erste, was ich sagen wollte. Deswegen an alle Muslime, die hier sitzen, ihr müsst an dieser Religion festhalten. Und ihr werdet sehen, und ich habe es bei vielen Menschen gesehen, diejenigen, die diese Religion richtig praktizieren, sind die glücklichsten Menschen. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Ich habe so viel Erfahrung mit Menschen gemacht, ich bin so viel rumgekommen. Ich habe mit alten Menschen zusammengearbeitet, Essen auf Rädern und so weiter. Ja. Ich habe so viel gesehen und ich weiß, und ist ja auch egal, was ich alles gemacht habe. Auf jeden Fall, ich habe so viele Leute gesehen. Die Leute, die glücklichsten Menschen, die ich gesehen habe. Das sind die Leute, die dieser Religion folgen. Warum? Weil die Glücklichkeit, deine innere Zufriedenheit ist etwas, ein Baraka, ein Segen, der von Gott kommt. Das ist nicht irgendwas, was du messen kannst, wie ich eben schon gesagt habe. Der eine hat 20 Telefonnummern von Frauen bekommen in der Disco und der andere 5. Oder der eine fährt dreimal im Jahr nach Mallorca und der andere 2-mal. Das ist es nicht. Und die eine macht Squash und Tennis und die andere Frau spielt nur Tennis. Deswegen ist die Squash und Tennis spielt, glücklicher. Weil viele Leute, die denken so, du musst alles mitnehmen. Warum? Weil die eigentlich schon innerlich Angst haben. Aber
was ich auf Seite drücken will. Und ich will hier keinen damit angreifen. Und ich muss das sagen, weil ich habe nur wenig Zeit. Aber ist egal. Was das Wichtigste ist. Selbst wenn wir als Muslime jetzt die unglücklichsten Menschen sind. Allah sagt im Koran zum Mitschreiben. Sure 3, Vers 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Und wer sich eine andere Religion als den Islam wählt, die wird von ihm nicht akzeptiert werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Der allmächtige Gott hat uns hier auf die Welt gesetzt, nicht, dass wir die Playoff im Eishockey gewinnen oder dass wir irgendwie die Welle machen, sondern der allmächtige Gott hat uns auf diese Welt gesetzt, damit wir ihm dienen. Wie sollen wir ihm dienen? Wir müssen ihm so dienen, wie er das durch die Propheten gezeigt hat. Wie haben die Propheten ihm gedient? Wir sehen, dass die Propheten ihnen mit gottesdienlichen Taten gedient haben. Wie hat Jesus beispielsweise gebetet? In Matthäus 26, Vers 39 steht, und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem betete er? Er betete zum allmächtigen Gott, zum Gott aller Propheten. Alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft. Und dies in der Nussschale, betet den einen allmächtigen Gott alleine an. Ihr habt nur einen Gott, betet ihn alleine an, macht gute Werke und ihr werdet mit einem zweiten Leben belohnt. Mit einem Leben im Paradies. Und das Paradies ist das beste Leben, was sich überhaupt jemand vorstellen kann. Glaub mir, stell dir irgendwas vor. Hier, du kannst dir allen Reichtum holen, der wird weggehen. Aber im Paradies, das ist für dich die Ewigkeit. Und alle Sachen, die dir passiert sind, alles Schlechte, was dir passiert ist, im Paradies kannst du dafür entschädigt werden. Verstehst du? Weil das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen, weil sie nehmen dieses Diesseits, als wenn es das Ende ist, als wenn es alles ist. Dann sagen sie, ach warum, das ist doch unfair. Das ist eine kleine Probe. Der Prophet s.a.w. sagt, das Diesseits ist gegen das Jenseits, als wenn du den Finger in den Ozean steckst. Das, was du am Finger dran hast, ist das Diesseits und der restliche Ozean ist das Jenseits. Das ist gar nichts. Und damit müssen wir uns beschäftigen, um dort glücklich sein. Um dort glücklich zu sein. An wen müssen wir glauben? Als allererstes, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass es keine wahre Gottheit gibt außer Allah. Also ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Was heißt la ilaha illallah? Viele Leute sagen heute, Ashhadu an la ilaha. Die sagen, ich glaube, es gibt niemanden, der angebetet werden soll. Warum? Weil sie sehen diese ganzen Gotteskonzepte, ja. Viele Menschen, die glauben nicht an Gott, weil das, was sie sehen, was die Menschen um ihn herum anbeten, die beten die Schöpfung an. Ja, ich gebe mal, deswegen, wenn wir anbeten müssen, ist der allmächtige Gott. Was sagt der allmächtige Gott im Koran? Kul hu Allahu ahad. Sprich, er Allah ist einer, einzigartig. Einzigartig Gott. Allahu samad. Das heißt, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Bist du unabhängig? Nein. Bin ich unabhängig? Nein. Du brauchst Essen, du brauchst Trinken, du brauchst Leute, die dich versorgen, du brauchst jemanden, der dir hilft. Ja, du bist nicht unabhängig, du bist von ihm abhängig. Aber er ist von niemandem abhängig, der braucht uns gar nicht. Lam yalid wa lam yulid. Er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt. Was heißt das? Wenn du alle Konzepte siehst, guck mal, damit wird alles zunichte gemacht. Zum Beispiel diese ganzen griechischen Gottesvorstellungen, halb Gott, halb Mensch und so, Gott hat sich mit dem Menschen gepaart. Der allmächtige Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Auch wenn das schwer für uns vorstellbar ist. Warum ist das schwer für uns vorstellbar? Weil wir alles, was wir sehen, können wir nur einen Analogieschluss machen mit dem, was wir, also alles, was wir uns vorstellen können, können wir nur einen Analogieschluss machen mit dem, was wir gesehen haben. Also machen wir nur einen Vergleich mit dem, was wir gesehen und erfahren haben. Deswegen, wie kannst du dir vorstellen, alles hat einen Anfang, aber er, lem yelit wa lem yulit, der hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Der hat keinen Anfang und kein Ende. Und was sagt er am Ende? Wa lem yekul lahu kufuwan ahad. Und nichts ist ihm gleich. Das heißt, niemand ist ihm ebenbürtig. Ja, er hat keine negativen Eigenschaften oder irgendetwas. Und das ist der allmächtige Gott, den du anbeten willst. Und damit kannst du jedes Gotteskonzept auf der Welt auf die Probe stellen. Bring sie her. Zeig mir deinen Gott. Okay, erste Sache.
Er ist einzigartig. Nehmen wir zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel in Indien, da gab es jemanden, wenn ich das so ausspreche, Osho genannt, ja. Ein Mann, haben sie gesagt, ja, das ist der allmächtige Gott. Sagst du ihm, im Koran steht, Allah, kul hu Allahu ahad, sprich, er Allah, der allmächtige Gott, ist einer, einzigartig. Wenn du das zu den Folgern, die ihn angebetet haben, sagst, sagen sie vielleicht, ja, okay, nee, der ist einzigartig. Ich sage, ja, da gibt es Millionen von, die so sind wie er. Sagen sie, nee, der ist einzigartig, okay. Gehen wir weiter. Allahu Samad. Der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Dieser Osho hatte Asthma gehabt. Ja? Hat der allmächtige Gott Asthma? A'udhu billah. Der allmächtige Gott ist ohne irgendwelche Fehler. Er ist nach Amerika gereist, da wurde er in den Knast gesteckt. Kann der allmächtige Gott in den Knast stecken? Dann hat er wurde vergiftet. Er hat gesagt, er ist vergiftet worden. Und man hat seine Folger, aus Griechenland hat man seine Folger rausgeschmissen. So, dann gehen wir weiter. Lem yelit velem yulet. Er hat nicht gezeugt, wurde nicht gezeugt. Ich weiß nicht, wie viele Kinder der hatte, aber auf jeden Fall, der hatte Vater und Mutter. Und der ist geboren am 11.12.1931. Ist er geboren. Also da sagen wir schon mal, der kann auf keinen Fall Gott sein, weil Gott hat ja keinen Anfang, der ist ja nicht geboren. Und der ist gestorben, ist er am 19.01.1990. Aber bei ihm im Center, da in Pune, in Indien, da steht, oder Pakistan oder so, da steht also Osho, er hat keinen Anfang und kein Ende. Aber der ist geboren, der ist gestorben. So. So. Dann hat er dann, Walem Yekul Lahu Kufuwan Ahad, ja. 21 Länder hat er kein Visa für bekommen. Einreiseverbot gehabt. Steht hier, wenn wir sagen, und dann sagen wir ganz klar, das ist nicht unser Gott. Wenn du sagst, La ilaha, und du hast nur diese Leute gesehen, die von sich behaupten, wir sind Gott, dann haben wir nichts dagegen. Aber unser Gott ist einzigartig. Und der allmächtige Gott ist jemand, der nicht stirbt oder geboren wird oder irgendwas, sondern ist über unserer Vorstellungskraft. Du bezeugst das, dass der eine Gott ist. Jeder, der in sein Herz guckt und ehrlich zu sich selber ist und vergleicht die Leute, die er anbetet mit diesem Bild, er wird mit dem, was ich gesagt habe, Kul hu Allahu ahad, sprich, er Allah ist ein einer, einzigartig. Allahu Samad, er ist ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Er wurde nicht gezeugt, ist nicht gezeugt worden und nichts ist ihm gleich. Jeder, der sich ernsthaft fragt und nach der Wahrheit sucht, der wird zu sich sagen, das ist Gott. Das ist mein Gott, der das Universum erschaffen hat. Nicht anders, vier Verse. Er wird das sagen. Und er vergleicht das mit irgendjemandem, den er anbetet. Und er wird sehen, dass die Leute, die er anbetet, neben ihm, neben dem allmächtigen Gott, dass sie nicht so sind. Dann geht's weiter. Was bezeugst du danach? Dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala, der allmächtige Gott, hat uns nicht ohne Führung gelassen. Er hat uns einen Gesandten geschickt, der uns zeigt, was wir zu tun haben, der uns zeigt, wie wir richtig leben, der eine Führungsrolle für uns ist. Wenn du einfach eine Bergwanderung gehst, dann brauchst du jemanden, der dich auf diesen Berg führt, einen Bergführer. Und so brauchen wir einen Führer in diesem Leben. Deswegen, wenn wir sagen, dass Mohammed der Gesandte ist, das heißt, wir glauben daran, was er uns berichtet hat. Und wir halten das für verboten, was er uns verboten hat. Und das, was er uns geboten hat, wir wissen, dass das Pflicht für uns ist. Und etwas ganz Wichtiges, dass wir Gott nur so anbeten, wie der allmächtige Gott es durch den Propheten uns gezeigt hat. Ich sage, jeder soll sich selber fragen, wie betet ihr den allmächtigen Gott an? Wie er will, der eine macht so, die anderen ziehen sich nackig aus, laufen in den Fluss rein. Jeder wie er will. Wer betet Gott so an, dass er sagen kann, ich bete Gott so an, wie Gott das von mir will? Du sagst ja nicht, ich glaube, Gott findet das gut, du glaubst. Aber wo ist die Sicherheit? Und das ist das, was ich, ist bestimmt vorbei, ne? Das ist das, was ich hierzu sagen wollte. Und wie gesagt, da sollte sich jeder zu Gedanken machen. Weil wir haben ein Endziel. Das ist Paradies oder Hölle. Und der einzige Schlüssel, der ins Paradies führt und von der Hölle wegführt, das ist Islam. Und ich sage das nicht, weil ich irgendjemanden bekämpfen will, sondern ich sage das, weil ich das gut meine mit den Menschen. Und ich mir 1 Million% sicher bin, dass derjenige, der diese Botschaft verleugnet, in die Hölle gehen wird. Und dort nicht einen Tag bleiben wird, auch nicht eine Woche und auch nicht ein Jahr, sondern für alle Ewigkeit. Und ich möchte am jüngsten Tag nicht dort stehen vor Allah und dass ich nicht zu den Leuten gehört habe, die das meinen Mitmenschen übergebracht haben. Das hier, Deutschland, ist mein Volk. Ich bin einer von euch.
Ich bin einer, der von euch gekommen ist, und das ist meine Überzeugung. Deswegen sage ich euch das. Und ich sage euch, macht euer Herz frei, nehmt dieses Glas, was voll ist mit euren Vorurteilen, und macht das Glas leer. Und schaut euch, es gibt keinen Zwang im Glauben. Allah sagt im Koran, in Sure 2, Vers 255, La ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Aber schaut euch diese Sache an, mit offenem Verstand. Und schaut euch an, das, was ihr am Islam nicht mögt. Ist das etwas, was nicht sein kann, dass Gott das vorgeschrieben hat? Ich habe ja eben schon gesagt, alles hat eine Weisheit. Oder ist das einfach nur etwas, was deinen Lüsten nicht gefällt? Weil viele Leute, die entscheiden nach dem Weg, nicht nach der Logik, sondern sie entscheiden danach, was ihnen gefällt. Ich hatte zum Beispiel einen Freund von mir gehabt, der hat gesehen, ich bin mit dem, als ich eine Woche Muslim geworden bin, bin ich mit dem in Urlaub geflogen, nach Marokko. Und da hat er gesehen, dass ich fünfmal am Tag bete, hat er zu mir gesagt, das ist mir zu anstrengend. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich lasse mich jetzt nochmal taufen, dann fange ich mit dem Christentum an. Er hat nicht gesagt, nee, ich glaube nicht daran, weil euer Gottesbild ist verkehrt. Oder ich glaube nicht daran aus irgendeinem Grund. Er hat gesagt, ich will nicht fünfmal am Tag beten. Das soll nicht der Grund sein, diese Botschaft abzulehnen. Sondern schaut, lest diesen Koran durch, lest euch nicht irgendeinen Quatsch durch von irgendwelchen Leuten, guckt den Islam bei den Muslimen an. Und dann, der Koran ist da. Der Koran ist da. Holt euch das von einem muslimischen Übersetzer und lest es euch durch, von Anfang bis Ende. Und dann schaut ihr durch, was kann unmöglicherweise von Gott sein. Und dann betet ihr jedes Mal, wenn ihr, weil ich kann euch nicht helfen. Hier Abu Jamal kann euch nicht helfen, Abu Hussein kann euch nicht helfen. Betet jedes Mal, wenn ihr den Koran aufschlagt, betet ihr zu Gott. Kann doch nichts falsch dran sein, oder? Zu Gott, zu eurem Schöpfer, sagst du, oh mein Schöpfer, du bist derjenige, der die Allmacht hat. Wenn diese Sache wahr ist, zeig sie mir als wahr und hilf sie mir zu befolgen. Und wenn das falsch ist, zeige mir als falsch und hilf mir davon Abstand zu nehmen. Kein Problem. Aber bitte Gott um Rechtsleitung. Geh in den letzten Drittel der Nacht, kurz vor Morgengrauen, und hebe deine Hände zum Himmel, wie der Prophet Jeremia laut Bibel macht. Heb deine Hände zum Himmel und sag, zeig mir diese Sache als richtig. Bete nicht so oder so, so hat kein Prophet gebetet. Bete so, wie die Propheten gebetet haben. So hat Jeremia gebetet oder noch besser gebetet, so wie Jesus gebetet hat, mit dem Kopf auf dem Boden, mit dem Gesicht auf dem Boden. Und sag, zeig mir den richtigen Weg. Mache mein Herz offen für die Wahrheit. Das ist das, was ich auf den Weg mitgeben kann. Und die Muslime, die hier leben, die sollen an dem Islam richtig festhalten. Und die müssen wissen, dass wenn sie hier eine Sünde machen, dass das nicht nur auf ihr Konto geschrieben wird, sondern dass sie damit auch dem Islam schaden. Oder vielmehr dem Ansehen des Islam. Wenn du hier ein Verbrechen begehst, das heißt sofort, guck mal, der Muslim. Wenn du hier irgendwie eine Frau benutzt oder so, ja, heißt es, hey, hast du gesehen, die Muslime? Deswegen, an sowas müsst ihr denken, damit ihr den Islam nicht schadet. Ich wollte noch auf etwas aufmerksam machen, weil, wie gesagt, ich kann nur kurz reden, ja. Wir haben eine Internetseite, die heißt www.diewahrereligion.de.